Diese Schweine sehen hungrig aus. Willkommen in meinem Reich, Reisender. Ich bin seine Herrscherin, Kirke von den Okeaniden. Du lebst hier? Wo sind meine Manieren? Du musst nach deiner langen Reise müde sein. Im Laderaum gibt es etwas Wein, den du für uns holen könntest. Ich bin derzeit ein wenig unpässlich. Ich könnte einen Schluck vertragen. Ich hole den Wein. Auf dem Spielzeug sind Zahnabdrücke. Du siehst herrlich durstig aus. Na schön, Herrscherin. Trinken wir. So ist es recht. Trinke deinen letzten Schluck. Atme ein letztes Mal. Meine Untertanen sind hungrig. Malaka. Mein Kopf. Wo bin ich? Reiß dich in Stücke und verfüttere dich an deine Kriege! Führte eine Liste mit Namen und Trophäen. Dieses Armband trug eine Leder. Bei den Göttern riecht das gut.
Reiß dich in Stücke und verfüttere dich an deine Tiere! Führte eine Liste mit Namen und Trophäen. Dieses Armband trug eine Leder. Hast du Neuigkeiten über meine Leder? Ich habe dieses Armband gefunden. Und eine Menge Schweine. Ich kann das erklären. Leder hatte es und wurde von Kirke in ein Schwein verwandelt. Als sie wieder zu einer schönen Frau wurde, gab sie es Kirke als Andenken. Barnabas, dieses Armband könnte jedem gehören. Nein, ich bin mir sicher, es ist Leders. Es muss so sein. Wenn Leder lebt.
Das Treibgut könnte nützlich sein. Das ist Kos. Ich erkenne es aus meiner Vision. Eine bemalte Wand schützt auf ein Sirenenversteck. Sei auf der Hut. Hol das Segel ein! Thank you.
me pistevi in tutto. Scusano, va bene, ma questi canini. Un culo da tristi. Pios e me per così. Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt.
Hier passen die Wachen sicher gut auf. Ah!
Marcos? Alexios, kehre! Wie? Ich war nicht faul, wie du siehst. Keine Zeit für Erklärungen. Geh raus! Überlaufen!
Ich danke so geschickt wie eh und je. Und nun trag mich zu meinem Haus auf der anderen Seite des Berges. Ich soll dich den ganzen Weg tragen? Ich bin so schwach, so gebrechlich. Ach, na schön. Noch ein Weingut? Ich bin lediglich vorgestellt, mein Freund. Viel besser. Niemand beherrscht den überstürzten Abgang wie du. Gern geschehen. Willkommen auf dem neuesten Anwesen von Marcos. Ich habe nicht mit Besuch gerechnet, aber man muss immer vorbereitet sein. Wein? Marcos, ich kann nicht glauben, dass du hier bist. Glaub es ruhig, mein Freund. Ich bin ein Mann aller Städte. Wer bin ich, dem Rest der griechischen Welt vorzuenthalten, was ich zu bieten habe? Was führt dich ausgerechnet nach Kos? Ich habe einiges über Böden gelernt. Offenbar ist Kephallenia ja nicht der beste Ort für Trauben. Und die Leute hier lieben Wein. Jeder gesunde Mensch liebt Wein. Darüber hinaus ist Kephallenia ja nicht mehr so, bevölkert, wie es mal war. Eine Seuche kam von Kausos, viele starben. Das war schlecht fürs Geschäft. Schon lange hier? Lang genug, um mich als bester Weinverkäufer auf Kos zu etablieren. Nun, dem einzigen Weinverkäufer auf Kos. Die Einwohner werden schon irgendwann kommen. Du bist ziemlich weit weg von zu Hause. Das gilt auch für dich. Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Hab ich. Meine Mutter. Was für ein Zufall! Ich hab meine auch gefunden. Hier?
Auf Kos? Da Kos ihre Heimat ist, ist es auch meine Heimat. Sag Hallo, Mama. Deine Mama? Du sagtest, deine Mutter sei tot. Richtig. Sie ist meine Adoptivmama. Wir stehen uns so nahe. Sie ließ sich nicht davon abbringen. Komm schon, Marcos. Die Wahrheit. Also, Mama ist die Besitzerin des Weinguts. Als ihr Mann einen frühen Tod fand, sollte es versteigert werden. Dagegen mussten wir etwas tun. Also kamst du ihr zu Hilfe. Wie selbstlos von dir. Es ist lächerlich, dass eine wunderbare Frau wie Mama ihr eigenes Land nicht erben kann. Jetzt führen wir das Weingut gemeinsam. Ist es nicht so, Mama? Du würdest merken, wenn sie anderer Meinung wäre. Es ist ihr Land, aber sie teilt es mit ihrem Lieblingssohn, mir! Du hast ein hübsches Plätzchen in Beschlag genommen, Marcos. Haha, würde ich dich nicht so gut kennen, würde ich glauben, du meinst es ernst. Ich habe viel zu lachen zurzeit. Du hast nicht gelacht, als du in der Festung gefangen warst. Na, was das angeht, ich habe da so ein klitzekleines Problem. Warum überrascht mich das nicht? Jedenfalls bin ich mir sicher, dass du mir helfen kannst, mein Freund. Ich kenne deine Referenzen. Raus damit. Du kennst mich. Ich borge ein paar Drachmen und wie aus dem Nichts nennt man mich den Schwindler von Kos. Das verdanke ich dem Kerberos, dem ich am meisten schulde. Der Kerberos? Erst der Zyklop und jetzt das. Sag nicht, er ist ein dreiköpfiger Hund. Mach dich nicht lächerlich. Es ist nicht so wie beim Zyklopen. Diesmal will ich ein Friedensangebot machen. Und zwar mit meinem besten Wein. Dem besten? Trinkbar. Vielleicht. Alexios, du gehörst quasi zur Familie. Und da ich auch zu deiner gehöre, wirst du mir sicher gerne helfen. Glaubst du? Wirklich? Ich verspreche dir, diesmal kann ich dich bezahlen. Bring einfach meinen Wein zum Kerberos. Ganz einfach. Schön. Wie in alten Zeiten. Auf dich ist immer Verlass. Und der Kerberos bekommt einen guten Tropfen zum Abendessen. Bring ihn zu seinem Haus. Ich hoffe, der Kerberos beißt nicht.